Ja, hallo zusammen. Heute im neuen Studio. Eigentlich ist es für die nächsten Aufnahmen schon vorbereitet und ihr werdet auf jeden Fall in den nächsten Videos nochmal diese Ansage hören, dass es im neuen Studio ist, weil wir nochmal eine, wie gesagt, Spezialfolge machen mussten. Und zwar diesmal, wie gesagt, Spezial Nummer 2. Und zwar wieder mit Steven Feldmann zu der Verhaftung und warum er kurzzeitig in Haft war und wie es weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Ja, hi Steven. Hallo Alex. Mal wieder hier im Spezial und diesmal im neuen Studio. Ich hoffe, es gefällt dir. Gefällt mir sehr gut, ja. Ja, also die letzten Wochen waren ja relativ wild, wenn man das so sagen kann. Du wurdest am 1. März festgenommen mit einer epischen Verhaftung. Wenn man das so sagen kann, erzähl doch einfach mal. Ja, ich bin... Erstmal wäre vielleicht wichtig, warum du festgenommen wurdest. Ja, das sage ich schon dazu. Nicht, dass diese Frage kann ich nicht mehr beantworten. Ich kann sie heute beantworten. Nein, ich habe keinen Bock mehr drauf, die zu beantworten. Glaube ich dir. Ja. Ich beantworte sie jetzt für das deutsche Volk. Bitte zuhören. Ich bin verhaftet worden, einfach aus dem Grund, dass ich zu einer Gerichtsverhandlung nicht erschienen bin. Da ging es um eine Revisionssache. Da habe ich die Ladung nicht erhalten. Also nichts Schlimmes, nichts Aufregendes. Warum geht man da nicht hin? Weil ich die Ladung nicht erhalten habe. Warum? Es ist passiert. Aber wir haben mich in Köln gewesen, ich wollte lecker was essen, wir sind gerade angekommen, ich war noch mit anderen Leuten dort. Da sind wir nochmal zurück zum Auto gegangen, weil wir was vergessen hatten. Plötzlich springt mir ein wild gewordener Haufen dünnbäuchiger und kleinwüchsiger Zivilpolizisten in den Rücken und fängt an, auf mich einzuschlagen, wie verrückt. Minimis? Minimis. Also unsere Dortmunder Polizei ist auf jeden Fall ein bisschen stabiler als das, was da in Köln rumläuft. Nichts gegen Köln, aber eure Polizei ist schwach und klein. Hat vielleicht was mit der Stadt zu tun. Hat vielleicht was mit der Stadt zu tun, weiß man nicht. Auf jeden Fall bin ich dort verhaftet worden. Der Dortmunder Staatsschutz war auch vor Ort. Also es war jetzt keine zufällige Festnahme, sondern die hatten da auch ihre technischen Hilfsmittel, welche dazu geführt haben, dass sie überhaupt wussten, wo ich mich aufhalte. Ich wollte gerade sagen, sie müssen ja irgendwie festgestellt haben, wo du bist. Genau, ja. Heißt, es muss ja eine Überwachung gegeben haben. Nur mal ganz kurz, also du bist zu einer Gerichtsverhandlung nicht hingekommen. Soweit ich weiß, gab es auch einen Wohnortwechsel. Heißt also, diese Einladung ist wahrscheinlich gar nicht angekommen. Das nochmal dazu halt als Erklärung. Und jetzt muss man sich dann vorstellen, da wird sofort ein Haftbefehl erlassen, was wahrscheinlich nicht unbedingt gang und gäbe ist, sondern es gibt ja meistens Strafbefehle. Ne? Gut, Haftbefehl kann es auch geben. In dem Fall war es jetzt ein Haftbefehl. Aber dass der so umgesetzt wird, ist schon relativ wild. Man muss dazu sagen, es war wohl nicht, ich habe es im Nachhinein erst erfahren, nicht deren erster Versuch, mich anzutreffen. Die waren bei der alten Anschrift. Ich bin ja innerhalb Dorsfelds umgezogen. Ich bin ja nach wie vor Dorsfelder. Und dort waren die auch. Das habe ich natürlich alles nicht mitbekommen, weil ich ja nicht mehr da wohne. Ja, und man hatte schon vorher versucht, mich anders zu kontaktieren. Das heißt, der Haftbefehl war jetzt nicht das erste Mittel, welches das Gericht da erlassen hat. Natürlich, dass der Haftbefehl so umgesetzt worden ist, war dann eine andere Sache. Das hätte man auf jeden Fall auch friedlicher haben können. Ich bin nicht das erste Mal im Leben verhaftet worden und ich habe da mich noch nie gewehrt oder quergestellt. Wenn ich weiß, dass irgendein Verfahren ansteht, dann bin ich da immer hingegangen. Ja, auf jeden Fall habe ich ja den Dortmunder Staatsschutz auf meiner Festnahme auch gefragt, ja, weshalb musstet ihr mich jetzt so wegboxen? Hätte man ich habe irgendwas auch gehört mit Spuckschutz und so. Stimmt, ja, man hat mich ein bisschen verprügelt. Dann saß ich auf dem Boden, schon Handschellen, also Hände auf dem Rücken, Handschellen. Und dann habe ich diesen Spuckschutz, diesen Beutel, diesen Sack über den Kopf bekommen. Konnte ich jetzt nicht ganz so nachvollziehen, warum, wovon man ausgegangen ist, was ich da jetzt vorhabe, nachdem ich da verhaftet werde. Ich habe auch gefragt, warum man mich jetzt so weggeboxt hat, ob man das nicht auch hätte ruhiger regeln können. Da war die Antwort, ja, wir konnten ja nicht wissen, wie du auf eine Verhaftung reagierst. Also, dass man das nicht weiß, halte ich schon mal für ein Gerücht. Also, ich bin ja schon mal verhaftet worden im Laufe meines Lebens. Das lief immer friedlich ab meinerseits. Also man hätte das in Köln auch anders machen können. Man hätte mir da nicht einen Haufen Ameisen in den Rücken schmeißen müssen, die anfangen haben, mir rumzuklettern. Man hätte es auch gar nicht erst in Köln machen müssen. Also es war ja quasi am helllichten Tag irgendwie. Ihr wart da irgendwie, wolltet da was essen gehen oder sonst was. Mitten in den Stadt, da ist dann der Zugriff. Also, ist schon ein bisschen komisch. Aber gut, vielleicht ist das so eine Polizeimethode besser als in der Wohnung oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja gut, in Wohnung konnten sie ja anscheinend nicht zugreifen, weil meine neue Adresse noch nicht bekannt war. Ich hatte es ja versäumt, mich umzumelden. Also da ist natürlich ein kleines Schuldeingeständnis meinerseits auch, ne? Ja, man hätte es aber anders machen können, zumal die auch wissen, dass ich in Dorsfeld unterwegs bin oder sonst was. Man hätte mich da nicht in Köln schnappen müssen. Ne? Ja, deswegen, das meine ich ja. Mhm.
Auf jeden Fall bin ich aber in Köln noch nicht dort ins PG, sondern der Dortmunder Staatsschutz hat mich direkt von der Festnahme aus, vom Festnahmeort, direkt nach ins PG nach Dortmund gefahren. Taxi. Ja, ab ins Stamm-PG, ne, da wo man sich wohlfühlt. Ja, und von da aus bin ich dann am selben Abend in Untersuchungshaft gegangen. Ich bin froh, dass es am selben Abend passiert ist, weil jeder, der schon mal eine Nacht im Polizeigewahrsam gesessen hat, weiß, dass er lieber in U-Haft diese Nacht wäre als im PG. Hm. Ja, und dann hieß es einfach nur für mich abwarten, bis der Gerichtstermin nachgeholt wird. Aber kommen wir doch erstmal dazu noch. Bei der Festnahme gab es einige Interventionen von gewissen Beamten aus Dortmund. Genau, vom Dortmunder Staatsschutz. Natürlich war auch Gesprächsthema, ja, Instagram und auch Lena Gerke war im Gespräch und ein paar lustige Sachen von deren Seite. Und man hat mir auch so, ich sag mal, eine Art Jobangebot gemacht. Ob ich nicht vielleicht als V-Mann für den Staatsschutz arbeiten möchte. Du hast gesagt, ich lehne Arbeit allgemein ab. Ich lehne Arbeit grundsätzlich ab. Und dazu zählt natürlich auch, dass die Arbeit als V-Mann oder überhaupt als Informant für irgendwelche Behörden. Ich kann jetzt natürlich nicht 100% sagen, dass er das auch ernst meinte. Wie gesagt, die haben mich auf eine lockere Schiene ein bisschen versucht. Trotzdem ist, glaube ich, so ein Angebot immer erwähnenswert. Und man sollte ja das auch kommunizieren, oft mit den eigenen Leuten, dass man weiß, pass auf, es gibt diese Ansprechversuche, diese Angebote. Auch wenn wir das manchmal denken, das findet nur in Filmen statt. Das ist ganz allgegenwärtig und real. Ne? Schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr auch schon mal angequatscht wurdet. Wichtig ist bei solchen Geschichten immer die Kameraden informieren, egal wen. Und wenn es nur euer bester Freund ist, dem zumindest sagen, Jungs, es gab einen Anquatschversuch. Ne? Immer offen sein, weil hinterher hat dich irgendeiner gesehen mit denen. Irgendeiner hat dich da irgendwie gesehen, dass die vor deiner Tür standen oder sonst was. Und dann heißt es hinterher, ja, guck mal, der kummelt mit denen, der hat was mit denen zu tun. Immer öffentlich machen sowas. Das ist ganz wichtig und schreckt auch die Beamten ab. In dem Fall war es natürlich klar, dass da irgendwie dieses Angebot kommt. Ne, das haben wir ja nicht das erste Mal. Ich glaube, bei Matthias Drewer war es damals auch so. Da haben sie ihn ja in der Zelle vollgequatscht über die Sprechanlage, ob er nicht mal mit ihnen sprechen will. Und ja, gut. Dann bist du in Dortmund gewesen. Die Kundgebung hast du hier mitbekommen? Kundgebung habe ich selber nicht mitbekommen. Das Ding ist, du kommst erstmal auf Zugangsabteilung, Abteilung 1, da bekommst du nicht viel mit. Du bist quasi im Erdgeschoss eines Hauses, das weg von der Straße ist. Aber die Jungs, die auf Abteilung 7 sitzen, Abteilung 7 ist der Flügel, den du von der Straße aus siehst, wo du ein Zellfenster und du siehst. Und die Jungs haben mir das am nächsten Tag in der Freistunde erzählt. War sehr witzig. Ich hatte die einleitenden Worte genannt, also gesagt, warum wir hier sind. Steven wurde festgenommen. Dann rief irgendeiner aus dem obersten Stock irgendwie, Habibi Steven. Ja, ich bin noch in der Freistunde angesprochen worden. War sehr witzig. Also, in der Freistunde von anderen Leuten auch angesprochen worden mit Habibi Steven. Also der Name ist auch da bekannt. Natürlich bei den Leuten, die jetzt noch nicht so lange in Haft sitzen, weil den Namen gibt es ja noch nicht so lange. In der Haft wie immer, mit den Gefangenen kein Problem. Wirklich wie immer, egal mit wem. Seitens der Abteilung für Sicherheit und Ordnung gingen dann natürlich die ersten Dinger wieder los. Ne? Umschluss nur über Antrag, Postkontrolle, eingehende Post, ausgehende Post. Als einziger Gefangener durfte ich nur 10 Briefmarken besitzen auf einmal im Haftraum. Ich musste immer nachholen. Dann, wenn ich 3 Briefe geschrieben hatte, habe ich wieder 3 Briefmarken mir holen dürfen, weil angeblich wäre das Aufkommen an Briefmarken zu groß gewesen, was man mir geschickt hätte. Hast du die hinterher ausgehändigt nicht gekriegt? Ich habe die letzten Tage zweimal versucht, meine Sachen aus der JVA Dortmund zu holen. Das erste Mal habe ich eine Stunde gewartet, beim zweiten Mal 90 Minuten und habe dann Schuh gemacht, weil ich habe gesagt, so lange warte ich hier nicht. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass man mich nochmal ärgern will, sondern das ist halt, ich war zur Mittagszeit da, da ist immer viel los, dann kommt okay, der Umlauf, die Verlegung. Also die Kammer selber oder so, die Leute haben jetzt kein Problem mit mir, auch die normalen Abteilungsbeamten nicht, ne? Also das gibt's nicht. Das ist diese Abteilung für Sicherheit und Ordnung und die versucht einem das schon, wenn man als politischer Gefangener in Haft ist, da das Leben ein bisschen schwer zu machen. Ne? Mhm. Da kamen noch Aktionen natürlich, die ein bisschen gestört haben. Die Kundgebung wird die super genervt haben schon wieder. Dann, dass irgendwelche Leute draußen da Graffitis ans Tor gesprüht haben oder so. Das ich habe das gesehen, Free Feldman wurde da. Irgendwie sowas, das hat die auch, ich habe da eine Durchsage also, bekommen. Wir finden natürlich Sachbeschädigung nicht gut. Ich verurteile das. Aber hört auf damit. Ich bin ja draußen. Und auf jeden Fall, ich wurde darauf angesprochen vom Beamten. Jetzt nicht schlimm, so, ich fand es halt auch witzig. Ja, und dann kam später, wegen Tätowierung sollte ich mich entscheiden, ob ich jetzt Einzelduschen gehe oder Pflaster über meine Tätowierung mache. Ich habe gesagt, ich bin nicht verletzt, ich brauche keine Pflaster. Nicht so große Pflaster. Und wahrscheinlich hatte die Anstalt nicht so viele Pflaster, dass ich alles abkleben könnte. Dann bin normal weiter duschen gegangen. Dann ist plötzlich was passiert. Ich bin von Abteilung 1 auf Abteilung 5 verlegt worden. Hatte da 2, 3 gute Jungs, mit denen ich auch schön Sport gemacht habe, mich gut unterhalten konnte. Einer ist ein langjähriger Freund von mir auch. Grüße an Marc an dieser Stelle. Also, wie kanntest du
Von Knastzeiten halt auch. Von draußen schon, auch aus meiner Kindheit tatsächlich. Okay. Und dann hat die Abteilung für Sicherheit und Ordnung festgestellt oder behauptet, dass würde da eine Art Gruppendynamik sich entwickeln, nach, ich glaube, 5-6 Tagen auf der Abteilung. Warum? Weil wir zusammen Sport gemacht haben, weil wir uns zu gut unterhalten haben. Und der eine, der Kumpel von mir, der Freund, der ist halt schon mal aufgefallen durch ein, zwei Äußerungen in irgendwelchen Briefen. Aber gab es da nicht auch einen Brief irgendwie? Es gab wohl einen Brief von mir, wo ich drin schrieb, dass ich mit den Jungs, mit der Gang, in Anführungszeichen, ein bisschen oder viel Sport am machen bin, dass ich gute Jungs habe. Ja, und auf diesen Brief hin muss ich dann die Abteilung verlassen, weil man davon ausging, dass ich da anstrebe, irgendwelche Gruppierungen zu gründen, irgendwas in irgendeine Richtung zu lenken mit den Gefangenen dort. Dann haben wir mich auf die Abteilung 3 verlegt, eine Abteilung, wo ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass viele Deutsche da drauf sitzen. Da bin ich dann erstmal, habe ich gesagt, pass auf, ich will auf meine Abteilung zurück. Nicht, weil ich jetzt pauschal was gegen alle Jungs da habe, aber ich war erst auf Abteilung 1, Zugang nochmal, da komme ich auf 5, habe mich gerade eingelebt, werde wieder von der Abteilung geholt und ich musste ja meine Umschlusspartner alle genehmigen lassen. Mhm. Heißt, alle anderen können sagen, ich gehe zu dem, ich muss das erst überprüfen lassen, darf der mit dem reden und. Aber warum? Also ich meine, im Endeffekt, es war ja eine Haft, also es war ja noch nicht mal richtige U-Haft. Es zählt natürlich zur Untersuchungshaft, aber es ging im Endeffekt Ungehorsamshaft, ich soll zum Gerichtstermin. Genau, das ist ja eigentlich nur, weil du ja nicht zum Gerichtstermin kommst. Also das ist ja also absoluter irre. Schwachsinn, was die Maßnahmen angeht, völlig am Kabel. Ja. Also ich glaube, es gibt auch keinen Gefangenen, der so viele Maßnahmen und so viel Ärger hat dafür, dass er sich noch nie was hat zu Schulden kommen lassen. Mir sagt dann jemand im Gespräch von der Anstalt, ja, der Menowin Fröhlich hätte damals die gleichen Probleme gehabt. Das ist alles wegen Presse. Ja gut, aber weil die Presse jetzt viel schreibt, kann ich da ja nicht eine Behandlung bekommen, weiß ich nicht, ne? Aber gut, das habe ich dann größtenteils so alles noch mit Humor genommen. Ich weiß ja, wozu diese Anstalt in der Lage ist und das größtenteils bist du da meist machtlos gegen, ne? Da kannst du noch so viele Anwälte anschalten. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden zu sagen, pass auf, entweder ihr packt mich auf meine Abteilung zurück oder auf eine andere vernünftige Abteilung. Ich trete so lange in den Hungerstreik, ja. Das war dann Montag, der 13. war das. Das habe ich dann in einen Antrag reingeschrieben. Ich habe gesagt, pass auf, ich trete ab sofort einen Hungerstreik. Der wird durchgezogen, bis ich verlegt werde oder sterbe. dann kam er nach einigen Tagen. Der Arzt sagte, ja, alles gut. Die hat mein Gewicht überwacht. Ich hatte dann in den 7 Tagen, nach 4 Tagen, glaube ich, habe ich schon 5 Tagen schon 8 Kilo abgenommen. Dann hat der Arzt gesagt, ja, so 5 Wochen ungefähr kannst du. Und ab dann wird es kritisch und so. Wenn ich das einmal so hochrechne, ich glaube, ich weiß nicht, ob 25 Kilogramm Normalgewicht bei meiner Größe sind. Auf jeden Fall hatte man mich dann zum Gespräch geholt. Ein Bereichsleiter, der mir gegenüber sehr korrekt war, der auch Verständnis für die Situation hatte, der hat mir da mal offengelegt. Ich habe quasi auf jeder Abteilung, auf jeder normalen Abteilung, hat man einen bei mir als Tatbeteiligten einfach eingetragen, bei Trennung, sodass ich auf diese Abteilung gar nicht verlegt werden durfte. Und er sagt, Feldmann, die einzige Abteilung, die aktuell bleibt, ist die 3. Mhm. Aber nach der Verhandlung wäre ich nicht rausgekommen, hätte ich einen Antrag schreiben sollen und dann hätte er geschaut, dass man mich verlegt. Dieses Wort hat er mir halt gegeben. Ich wollte ihm dann nach JVA Münster oder JVA Bochum. Also scheint der korrekt gewesen zu sein. Der war top. Ich möchte jetzt den Namen nicht erwähnen, weil sonst kriegt er noch Feinde innerhalb der Anstalt, weil er kein Unmensch war. Aber der Bereichsleiter war sehr in Ordnung, sehr freundlich. Und man hätte, wäre ich jetzt nicht entlassen worden, versucht eine Verlegung anzustreben. Das hat er mir auch zugesagt. Ne? Dann Hungerstreik. Den habe ich gezogen. Genau, den hatte ich durchgezogen, bis er mich zum Gespräch und mir dann zugesagt hat, dass die Verlegung stattfinden wird. Das war ja das, was ich erreichen wollte. Er sagt, pass auf, innerhalb der Anstalt haben wir keine Chance. Abteilung Sicherheit in Ordnung hat auf jede Abteilung einfach jemanden bei mir als Tatbeteiligten eingetragen. Das heißt, ich konnte auf keine andere Abteilung. Ne? Ja, und dann habe ich mich auch mehr auf diese Abteilung eingelassen, auf die Jungs da. Deutsch, nicht Deutsch. Trotzdem die meisten wie immer in Ordnung. Ne? Haben wir ja schon mal, ne, wer da für Infos haben möchte. Ich glaube, die Folge, wie gesagt, Nummer 2 ist mit Steven über Hafterfahrungen und kann sich jeder gerne noch mal reinziehen, was wir da so besprochen haben. Genau. Und dann war mein Trainingspartner auf der Abteilung, war in Bosnien, auch hier aus der Ecke. Feiner Kerl auch, muss ich sagen. Haben wir, ja, trotzdem unseren Sport gemacht. Das wird dann auch nicht gepasst haben, da bin ich mir sicher. Ich denke mal, die hatten gehofft, dass ich mich dann isoliere und anfange, für mich zu sein. Ist nicht mein Ding, ich bin lieber unter Menschen und mach da was. Ich glaube, die Zeit geht auch besser rum, ne? Ja, natürlich, wenn den ganzen Tag da rum sind, nichts machst, ne? Du wusstest aber drin noch, dass am 23.03. die Verhandlung ist. Genau, nach meiner Verhaftung hatte der Rechtsanwalt den Richter informiert, sagte, pass auf, von all diesen Maßnahmen, die da getroffen worden sind, mich aufzusuchen, so konnte ich ja erstmal gar nichts wissen, ne? Ich war auch ein bisschen überrascht, nachdem ich dann in Köln so weggeboxt worden bin und man dann gesagt hat, warum. Hat mein Anwalt da angerufen und sofort gesagt, hallo, ja, Herr Richter, so und so sieht's aus. Wir haben ihn jetzt, also der wurde festgenommen. Neuer Termin. Das war dann jetzt der 23.03., der Donnerstag.
Und auch wenn die Staatsanwaltschaft und auch der Anwalt der Nebenklage, warum auch immer, versucht hatte, neuen Haftbefehl zu erwirken. Er hat sich auf jeden Fall angeschlossen. Obwohl er gar nichts zu melden hatte, hat er einfach mal gesagt, wir unterstützen auch einen neuen Haftbefehl. Gut, kurz zur Verhandlung kommen wir jetzt nochmal, nicht, dass wir es vorwegnehmen. Also Haftalltag war teilweise nervig aufgrund von Abteilung Sicherheit und Ordnung. Die Jungs waren alle gut, wie immer. Ich bin zufrieden. Ich grüße Markus, ich grüße Marc, ich grüße auch Jens. Ich grüße auch den Ennis, meinen Trainingspartner. Ja, schöne Grüße an euch, durchhalten. Genau. Und dann war der 23.3. Wir haben ja ganz viel darüber berichtet. Haben ja, also Post erstmal, Unterstützung ohne Ende wahrscheinlich. Ja. Na, ich glaube, dass dir viel Post nicht gegeben wurde. Hatte ich dich ja gefragt, wie viel Post du gekriegt hast. Sagtest 30 Briefe oder so insgesamt? Naja, also das waren schon mehr. Also ich habe täglich auch so, ich habe immer jeden Tag, das wurde ja bei mir gebündelt von Abteilung Sicherheit und Ordnung, ich habe schon jeden Tag 5, 6, 7 Briefe zwar bekommen. Okay. Vieles aber halt sehr verzögert. Das heißt, auch zum Zeitpunkt meiner Entlassung, an dem Donnerstag, werden natürlich schon von den Vortagen wieder Briefe sich gesammelt haben, welche noch zur Kontrolle da lagen. Das werde ich jetzt, wenn ich meine Sachen irgendwann mal ausgehändigt bekomme, natürlich dann sehen, welche Briefe auch noch da liegen. Aber vieles versuchen die schon, da waren dann ging es halt auch mal um Aufkleber und was weiß ich. Aber einige hast du gekriegt, wie ich gehört habe. Aufkleber? Ja. Die schon aufgeklebt waren, ja. Die quasi, genau. Die Jungs hatten die auf den Briefen, die habe ich noch ausgehändigt bekommen, weil die konnte ich dann nicht weiterhin verkleben. Das hat mir zwei Leute gesagt. Ja, die kamen an. Auch so, also unterstützen wir großartig. Viele Bilder bekommen, viele Briefe, ne? Das hilft schon, ja, auf jeden Fall. Also auch wenn Leute das unterschätzen, auch die Leute, die jetzt noch in Haft sind, Ralf Wohleben, Ursula Haferbeck, die bald wahrscheinlich in ihre Haft antreten werden muss. So eine Karte, so ein Brief hilft schon viel, man darf das nicht unterschätzen. Genau. Ja, und dann war der 23.3. Tag der Verhandlung. Im Endeffekt, also ich war ja selber da, war schon extrem, was die da alles nochmal aufgearbeitet haben. Also das war ja, es war ja eine Berufungsverhandlung. Nee, eine Revision. Es war eine Berufungsverhandlung, genau. Die Revision ist durchgegangen und deswegen wurde die Berufung erneut verhandelt. Ich habe die Revision in dem Verfahren zum zweiten Mal gewonnen. Das heißt, es wurde zum vierten Mal verhandelt. Erste Instanz, Berufung, erneute Berufung, erneute Berufung. Ja, Verhandlung war... Es ging ja nur noch ums Strafmaß. Ja, das heißt, also die Sachverhalte standen fest. Ich hatte auch nichts mehr gegen zu sagen. Körperverletzung. Ja, kämpfen, beleidigen, dies, das. Große Sachen und kleine Sachen. Viele. Ja, ja. Dann wurde erstmal noch verlesen aus den letzten 500 Jahren, was es alles an Strafen gegeben hat irgendwann mal. Das hat natürlich viel Zeit in Anspruch genommen. Der Richter, muss man sagen, endlich mal ein objektiver Richter. Ich hatte da nicht das Gefühl, dass er mir aufgrund meiner Einstellung mir ans Bein pissen will. Korrekt, muss man sagen, ja. Ja. Ist nicht oft, dass ich jemanden von der Justiz in Dortmund loben kann, loben will oder was auch immer. Man muss auch mal, wenn jemand objektiv gearbeitet hat, kann man das auch so sagen. Also, man muss mal sagen, also der Staatsanwalt hat einen weiteren Haftbefehl gefordert, wegen Fluchtgefahr. Die Nebenklage, die eigentlich gar nichts zu melden hat, hat sich dann einfach dann angeschlossen und auch den Haftbefehl gefordert, obwohl der Anwalt da überhaupt nichts zu melden hatte. Der war eigentlich nur Nebenkläger für eine Körperverletzung oder wegen einer Körperverletzung. Mhm. Und übrigens, das Opfer hatte auch keinen Bock. Also derjenige, der da wohl also Opfer war, der hatte überhaupt keinen Bock, da auszusagen. Ich kann das verstehen. Wie gesagt, es wurde zum vierten Mal verhandelt. Wenn du viermal auftauchst und viermal deine Geschichte erzählen musst. Er hat auch einfach nur noch immer ja gesagt. Dann ging es nur noch. Also es war, war auch alles gut. Du hattest dich ja bei ihm auch entschuldigt, hat er ja auch gesagt und so. Und für ihn ist da, glaube ich, der hatte da einfach nur keinen Bock drauf mehr. Kann ich auch verstehen. Und, also, ich auch, also definitiv. Und dann wurde eine Erweiterung, also ein weiterer Haftbefehl gefordert, wegen Fluchtgefahr, weil noch 4 oder 5 neue Verfahren irgendwie hergezaubert wurden. Ja, unter anderem ist das die Körperverletzungssache. Klingt dramatisch, ist es aber nicht, wo ich dem Herrn, darf man den Namen aussprechen oder mache ich wieder? Robert R. Punkt, einen Schluck Wasser ins Gesicht gekippt haben soll. Das ist dann sowas, was dann in Dortmund unter Körperverletzung läuft, bevor jetzt alle denken, wow, das hört sich auch schon wieder gefährlich an, mehr war es nicht. Klar, es gibt noch Anklagen, ist alles nicht so schön, aber auch der Richter hat erkannt, dass diese Anklagen einfach, erstens hat er selber gesagt, ich habe mich immer mein Verfahren gestellt. Das fand ich, darauf wollte ich hinaus. Ich fand das so krass, dass er dann sagte, nein, der Haftbefehl wird, also die Strafe wurde dann 2 Jahre, 4 Monate, glaube ich. Die ist geblieben, Die ist geblieben. Und dann hat er gesagt, den Haftbefehl sieht er nicht, also er sieht keinen weiteren Haftbefehl, weil du dich immer gerade gemacht hast bei deinen Verurteilungen und vor keiner Verhandlung geflüchtet bist, sondern auch immer verurteilt wurdest. Ja. Also so nach dem Motto. Ja.
sowohl, fand ich korrekt halt. Sowohl auf der Straße als auch im Gericht immer gerade gemacht. Das eine ist vielleicht auch Voraussetzung für das andere. Da muss aber man das ist wirklich so er hat es ja wirklich so gesagt. Er hat es so gesagt. Ne, der hat sich immer gerade gemacht. Fand ich super korrekt. Ja. Der hatte auch keinen Bock auf Faxen. Also der war wirklich... Und wie gesagt, er war einfach objektiv. Richter, der hat sich dann nicht in irgendeine Ecke, ich muss den Nazi jetzt einen reinhauen oder so. Der hat objektiv seine Arbeit gemacht. Der hat auch erkannt, wie schwerwiegend sind diese Verfahren. Wie lange liegt das zurück? Das sind Sachen von 2018. Ist eine saubere, eine runde Verhandlung gewesen. Wäre schön gewesen, wäre es 2 Monate runtergegangen. Ist es nicht, muss ich hinnehmen. Und wie lange musst du jetzt dann nochmal rein? Ein Jahr U-Haft habe ich davon jetzt knapp ab. Das heißt, davon muss ich jetzt noch 1 Jahr 4 Monate sitzen. Ne? Im Offenen? Nee, das Offene geht nicht aufgrund von zu vielen offenen Verfahren. Okay. Aber ich werde alle die Adresse noch haben. Ich werde vermutlich in der JVA Werl wieder landen. Oder das ist zumindest mein Wunsch. Wir werden auf jeden Fall berichten. Genau, guckt auf jeden Fall die ganzen Kanäle durch. Wir werden definitiv darüber berichten, wann es so weit sein sollte. Was willst du bis dahin machen? Ja, ganz normal weitermachen. Vor deiner Haft war ja sehr viel Social Media. Genau, ja, das läuft ja weiterhin. Auch wenn keiner mehr Bock drauf hat, sich uns anzuschauen. Die Arbeit ging ja auch vorher schon weiter, bevor wir irgendwie auf TikTok gelandet sind oder sowas. Weiterhin im Kreise meiner Liebsten. Alles mit der Kameradschaft, mit der Familie, mit der Freundin, mit wem auch immer. Und Vollgas, ne? Im legalen Rahmen, wie immer. Auch wenn es ab und zu mal zu einer Anklage geführt hat, kommt jetzt nicht mehr vor, im besten Fall. Ja, gut. Es kommt auch immer drauf an, was. Genau. Man darf sich auf jeden Fall nicht abschrecken lassen davon, wenn jemand dir irgendwas nachsagt, was Strafverfahren und so angeht. Lest euch erstmal durch, was da vorgeworfen wird. Wie gesagt, wenn ich lese Körperverletzung und es geht darum, dass ich jemandem Schluck Wasser ins Gesicht gebe, dann ist das unterm Strich alles immer halb so wild und man sollte sich dadurch auch nicht abschrecken lassen, ne? Genau. Ja, ansonsten, folgt auf jeden Fall Steven auch bei Instagram. Unterstützt unser Projekt. Lasst einen Daumen hoch da, lasst einen Kommentar da, stellt gerne Fragen. Ansonsten, was ihr euch noch vorstellen könnt, ist, was Steven zum Beispiel in Zukunft macht mit seinem YouTube-Kanal, ne, was ihr euch da vorstellen könntet, könnt ihr gerne mal in die Kommentare hauen. Und ansonsten unterstützt weiterhin unsere Projekte und unsere Arbeit.